Einen wunderschönen. Da bin ich wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin war shoppen bzw. Nachtrag zu dem, was ich ja schon gemacht habe. Ich habe ja gesagt, ich zeige euch auch das andere. Hier seht ihr schon mal, das ist Drachenfrucht, das habe ich mir gemischt. Da habe ich mir von Netto normales Wasser geholt, Medium, 19 Cent die Flasche, plus Pfand natürlich. Und da habe ich dann so ein Schnapsglas voll drin gemacht. Ist schon die zweite Flasche und Litschi, Drachenfrucht, Litschi, nee, das ist Drachenfrucht. Und das andere ist Litschi, nee, Drachenfrucht, Litschi. Und das ist, genau, das ist Kaktusfeige. So, Kaktusfeige. Und das ist schon die zweite Flasche Kaktusfeige, die ich jetzt vorbereitet habe schon. Beim ersten Mal hatte ich es nicht ganz so gemacht, da hatte ich ein bisschen zu viel drin. Jetzt habe ich mal ein bisschen was weniger. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie viel ich brauche, dass es mir schmeckt. Und das Litschi, das ist auch schon fast alle, ist sehr lecker. So, dann habe ich jetzt bekommen, war nämlich im Briefkasten, habe ich mich gewundert, nochmal Kopfkissenbezüge, 40 x 80. Da haben auch viele gefragt, warum ich mir Kopfkissenbezüge extra gekauft habe. Das sind die schwarzen, auch 40, ein Zweierset 40 x 80, weil hier, zeige ich euch, ist jetzt mein Bettzeug drin. Das habe ich beim ersten Mal vom ersten Odin war shoppen wohl nicht richtig erklärt. So, dann kann ich mich heute auch gleich eine Waschmaschine anschmeißen mit dem neuen Bettzeug. Da seht ihr das. Das ist das, was ich mir bestellt habe. Da seht ihr das. Und das besteht halt aus Kopfkissen und Bettdecke, aber normale Kopfkissen. Ich habe aber nicht nur die zwei Kopfkissen, also meine Seite und die andere Seite, die jetzt ja leer ist. Ich habe ja auch unten drunter noch zwei schmale Kopfkissen, also die langen. Also die eigentlich so lang sind wie normale, aber halt nur 40 hoch sind. Und dafür habe ich mir die geholt. Schwarz, denke ich mal, passt hier am besten zu. Aber auch das würde gut passen. Ist zwar nicht ganz, ganz die Farbe, aber würde auch passen. Aber das habe ich mir eigentlich geholt für das Lilane, was ich jetzt gerade drauf habe, wo so ein Blumenmuster drauf ist. Hatte ich ja auch schon mal in einem Video gezeigt. Dafür habe ich das geholt, weil da habe ich jetzt Blau und Blau sieht halt nicht so toll aus. Da habe ich mir das geholt. Das sieht dann schon ein bisschen stimmiger aus, weil in dem Farbton habe ich kein 40x80 gefunden. Wenn ich das noch finden sollte, dann hole ich mir da auf jeden Fall noch was. Und die schwarzen werde ich mir auch auf jeden Fall nochmal holen beim nächsten Mal. Dass ich da auf jeden Fall nochmal zweimal habe, weil schwarz ist immer cool. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt bitte. Jetzt kriege ich einen Anruf. Moment. So, da bin ich auch schon wieder zurück. War meine beste Freundin wegen Elternversammlung. Weil ihre Tochter, die Kleine, ist bei mir in der Klasse von meiner, nicht mehr in meiner Klasse, aber in der Klasse von meiner Tochter. Ja, das können wir hier auch mal aufmachen. Kann ich mir das mal angucken. Na, die Qualität fasst sich schon mal sehr gut an. Also ich werde das auf jeden Fall jetzt durchwaschen. Auch die Benklein-Bezüge werde ich gleich erstmal durchwaschen. Dauert ja auch eine Weile, bis es trocken ist, und dann werde ich das natürlich draufziehen. Sieht aber auch echt schick aus. Material lohnt sich. Geprüfte Qualität. Gut. 1,9. Ja, seht ihr das? Sieht echt schick aus. Ich habe jetzt keine lila Wände und nicht so ein kleines Bett. Ich habe ein Boxspringbett. Ein schönes großes. Ja, da. Aber nichtsdestotrotz. Ich will auch noch eine Tapete holen, und dann will ich ja da, wollte ich ja eigentlich was anderes haben, aber Madame ist ja nicht mehr da, und jetzt kann ich meinen Stil durchsetzen wieder. Brauche ich ja nicht gefallen, muss ja nicht ihr gefallen, muss ja mir gefallen, und deswegen werde ich da wahrscheinlich Wald machen. Dass ich im Wald wach werde. Oder Wasserfall. Ich habe da auch eine geile Tapete gesehen, so Wasserfall, so mit so Wasserfall, der geht dann so lang und so ein bisschen Säulen und so, sieht auch geil aus.
Aber erstmal muss ich meinen Katzen beibringen, dass sie nicht mehr an die Tapete gehen, weil meine kleine Mausi, die geht momentan andauernd an meine Tapete. Ich weiß nicht warum. Jo, das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ich werde jetzt Wäsche waschen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ahoi, sagt euer Odin.